Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, beziehungsweise zu meinem allerersten Spiel mit dem Ostheer live, nicht live, online, also PvP. Und ja, ich habe das Ganze als Replay. Das hier ist zwar ein kurzes Spiel, geht nicht besonders lang, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Und da sieht man vor allem mal die im Early Game stärkste Einheit der, des Ostheers. Und ja, war das zweite Mal, dass ich auf der Karte gespielt habe. Also ich habe die Karte nicht wirklich gekannt. Ich glaube, es ist eigentlich gut, relativ ausgeglichen. Schön klein, schlicht gehalten, wobei klein ist relativ, also so klein ist auch nicht, aber ich finde sie echt cool, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, das war gegen einen anderen Beta-Tester, gegen Yuvan oder so ähnlich. Ja, war die Revanche, weil davor habe ich mal verloren. Und ja, freuen wir uns auf ein spannendes Spiel. Ich kann es am Vornherein sagen. Es ist nicht besonders lang, aber ich finde es also eigentlich trotzdem Castens wert, sag ich mal. Na los, komm. Lade für Deutschland, auf geht's. Oh Mann. Ja, vielleicht noch kurz was. Also ich werde auf jeden Fall da momentan das, was mir mit Company of Heroes am meisten Spaß macht, ist auf jeden Fall Eastern Front. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall euch drauf verlassen, dass da noch viele, viele Videos kommen, und auch wenn es dann mal released wird, wenn es dann auch für euch zugänglich ist, kommen noch mehr Videos, weil das einfach für mich momentan das ist, was ich im Bereich Company of Heroes, was für mich da meist nach Zukunft aussieht. Und ich denke mal, ich werde für Zukunft wirklich nur noch Eastern Front spielen, ganz wenig COH2 und ab und zu mal Modern Combat oder so. Ja, denn das Tolle ist ja wirklich, dass ihr die anderen Funktionen auch könnt in Eastern Front auch normal US gegen Wehrmacht spielen oder auch US gegen Ostheer gegen Briten, Briten geht auch. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool. Und ja, ich glaube, es geht los. Zumindest gleich. Bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe noch nie ein Replay vom Ostheern gesehen. Mal gucken, ob es was wird. Naja, sieht doch gut aus. Bisschen laggy, aber gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. Versuchen wir schon niedrig fortfahren. Ja, geht. Also, auf jeden Fall. Vielleicht mal kurz zur Karte. Machen wir raus. Ja, basically, so eigentlich hat man in der Mitte hier den 10er, hier einen 10 und hier einen 10er, also schön, da die Linie durch. 16er gibt es hier ganz links und ganz rechts, und interessant ist, dass diese zwei Cut-Offs, also nur den 16er hier cutten. Und ja, Gegner ist Yuvan X, habe ich doch richtig gesagt, als Russe gegen mich als Ostheer. Ja, ich spiele natürlich ganz klassisch, für mich zumindest, ein 3-Pier-Start. Der Pier wird nachgebaut. Mit dem einen wird das T1 gebaut und hier gehe ich gleich cappen. Also ich habe, glaube ich, die Cap-Order hier und hier gegeben. Und der wird dann wahrscheinlich danach das hier sichern, schätze ich mal. Und ja, schauen wir mal, was beim Russen kommt. Der Russe baut auch gleich sein T1, klar. Das russische T1 ist vielleicht ein bisschen früher fertig als meins, ich weiß nicht. Und ja, leider musste ich die Grafik ein bisschen zurückschrauben, denn ich habe vorhin 2 oder 3 Mal gespielt mit dem Ostheer und mit den Sowjets. Und ja, wir haben halt 2 gegen 2 gespielt, da war es ein bisschen, da habe ich ein bisschen arg gelaggt. Ich habe im Hintergrund auch noch was konvertieren, also was rendern, besser gesagt. Das frisst auch noch ein bisschen Ressourcen. Deswegen habe ich die Grafik ein bisschen runtergestellt. Ich glaube, man sieht, dass die Grafik jetzt auch nicht mehr so top ist, aber ich meine, es geht ja ums Spiel, nicht um die Grafik. Über kurz oder lang werde ich mir mal sowieso so einen High-End-Laptop kaufen, vielleicht nächsten paar Monate. Und ja, dann könnt ihr auch wirklich 100% HD-Videos sehen. Ja, er cappt hier auch mal. Ich denke mal, wir cappen da gleich. Bei mir kommt natürlich gleich Lanzertrupp. Und hier habe ich natürlich dann gleich mal ein bisschen Capping-Vorteil, klar. Dafür der Kommandantentrupp auch schon früh auf dem Feld. Und er hat ja jetzt schon 2 Kampftruppen auf dem Feld, während ich gerade mal ein Lanzer in der Ausbildung habe. Ja, der kommt jetzt, geht dann auch gleich in die Mitte. Und ja, er geht hier ein bisschen linkslastig mit seinem Pionier hier schön gecappt. Oder wird hier schön cappen. Und versucht dann hier wahrscheinlich gleich in die Mitte zu gehen.
Und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier müsste ich den dann, glaube ich, bald sehen, zumindest wenn ich hier reinkomme. Ja, und da ist das Kontakt, die Konzentration ist die Rekruten. Gegen die habe ich allerdings sehr, sehr gute Chancen. Und jetzt mache ich ja eigentlich ganz richtig mit dem Pio. Das ist toll. Also Sturmpioniere nehme ich eigentlich immer offensiv. Nicht, wenn die Wehrmachtspioniere gleich zurückzieht, sondern schön offensiv. Die teilen auch ordentlich Schaden aus. Zweite Lanze auch im Auftrag gegeben. Von der Karte her sieht es eigentlich ganz gut aus. Jetzt aber hier heftige Kampf. Wir wussten, es sind halt jetzt hier einfach. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht doch ein bisschen zu laut ist. Vielleicht machen wir mal Effektlautstärke ein bisschen leiser. Der Russe ist halt hier wirklich überlegen. Der hat drei Infanterietrupps und hat halt hier sieben Mann, während ich jetzt nur noch einen an der Front habe. Dafür teile ich ordentlich aus. Und mein Pio, den darf ich jetzt natürlich nicht verlieren. Da gehe ich noch ein bisschen ran, ein bisschen Schaden zu machen. Und da muss ich mich auch gleich zurückziehen. Ja, das mache ich auch, jawohl. Und hier zeigt sich natürlich, dass die Deutschen zwar unterlegen sind in der Masse, aber dafür in der Ausbildung und in den Waffen überlegen sind. Und dementsprechend kann ich vielleicht... Nee, da zieht er sich gleich zurück. An seiner Stelle hätte ich vielleicht den noch ein bisschen da gelassen. Der hat noch sechs Mann, um da noch ein bisschen Schaden zu machen, denn ich habe nicht mehr viel Leben. Und ja, jetzt muss ich mich spätestens auch zurückziehen, denn... Ja, da... Genau, ziehe ich mich auch zurück. Ja, wie sieht es in der Base aus? Ich müsste jetzt eigentlich mal T2 bauen. Ja, auf, bau mal T2. Komm. Ja, das mache ich auch wenigstens perfekt. Und ja, hier muss ich natürlich... genau, in dem Moment. Ja, natürlich. Den 16er cutten. Und ja, er natürlich auf meinen Treibstoff. Sehr gut. Aber auch wenn es ein 5er ist. Immerhin. Und ja, ich halte halt jetzt zwei Treibstoff, zwei 10er, die zwei wichtigen. Er versucht jetzt wahrscheinlich hier in der Mitte, hoffe ich mal, den wieder zu cappen. Aber ich habe den jetzt einfach für eine Weile und habe einfach ein bisschen zu viel Ressourcen. Wir können gerade mal kurz beim Kollegen reinschauen. Ja, der hat 47, hat aber noch kein zweites Gebäude gebaut, auch nicht in Auftrag gegeben. Und von dem her habe ich schon treibstofftechnisch eine etwas bessere Situation. Ja, muss ich natürlich verstärken. Hier habe ich den in die Flucht geschlagen, das ist auch gut. Und jetzt könnte ich eigentlich auch hier ein bisschen offensiv. Der macht genau, was ich sage. Perfekt. Ja, hier wurde natürlich jetzt der 10er gecapped. Und schauen wir uns mal den Pio-Kampf an. Ich denke mal, den verliere ich. Ja, da muss ich mich... Ah, da verliere ich den Pio. Das ist schade, aber ich habe ja jetzt noch zwei Pios. Das ist nicht so schlimm. Und ja, jetzt wird natürlich wieder der Punkt erobert. Und er holt sich jetzt den 10er. Und da komme ich dann. Und ja, bei mir ist jetzt Aufrüstung, Dingsbumstrupp, in Auftrag. Um dann eventuell ein, tja, warum habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht, naja, eigentlich brauche ich kein MG. Naja. Okay, jetzt gehe ich gleich aufs T3, also den Tag hätte ich mir eigentlich sparen können, da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich gedacht, so ein mobiles MG42 oder MG34 ist es, wäre ganz nett. Aber das war jetzt echt unnötig, denn da habe ich jetzt Treibstoff verschwendet, unnötig. Nichtsdestotrotz bekomme ich immer noch von dem 10er, habe auch einiges. Und ja, mein Ziel war eigentlich, gegen die Russen ist es am besten, wenn man T3 und dann Lux geht. Der ist einfach besser wie ein Puma, schneller wie ein Puma. Und ja, die Russen haben einfach so viel Infanterie, da braucht ihr irgendwas, um die niederzumetzeln, das ist einfach so. Ja, das ist auch bald fertig. Sieht's aus. Ja, jetzt wendet sich das Blatt ein bisschen gegen mich. So von der Karte her ist es natürlich jetzt extrem schlecht. Der letzte 10er wird mir genommen, weil den brauche ich wirklich für meine Tags hier. Der erste Tag, der kostet 150 Manpower und ich glaube 40. Den kann ich mir noch leisten, doch der Lux kostet auch nur 40. Also ich brauche unbedingt einen 10er. Ja, hier links, da kann ich ein bisschen... zurück, okay. Und jetzt muss ich natürlich mit meinen Einheiten, ja, jetzt nehme ich auch die Pioniere nach vorne, sehr schön. Der Tag müsste jetzt auch gleich kommen. Und das, ja, auf geht's. Und dann auch noch hier, da hat es sich zu weit vorgewagt. Und ja, da musste ich zurückziehen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den Tag noch nicht beginne. Na, vielleicht bin ich noch beschäftigt. Ja, hier verliert er natürlich, da muss er raus. Passiert hier ordentlich, ja, da zieht er sich zurück, gut. Ja, wie sieht's in der Mitte aus? Da hat er sich ins Haus gesetzt. Das sieht auch cool aus. Und bei mir ist jetzt endlich der Tag. Den brauche ich nämlich. Und wir sehen, der hat ordentlich Treibstoff gekostet. Das muss ich hier... Ja, hier sehr schön. Machen ordentlich Schaden. Perfekt. Und jetzt muss ich mir sofort den Punkt wiederholen. Ja, genau. Hier habe ich jetzt auch Aufklärung. Bonus auf
ausgegeben, einfach, dass er ein bisschen schneller capped. Und ja, Aufklärung schadet eigentlich nie. Links hole ich mir jetzt hier wieder den Fünfer. Und hier kann ich jetzt auch mal, auch wenn ich jetzt nicht so viel Sorgen habe, denn mit Munition kann der Russe nicht so viel Gutes oder nicht so viel Unfug treiben, sag ich mal. Ja, was kommt jetzt hier? Pioniere, da hat er natürlich keine Chance, die muss ich zurückschlagen, die Pioniere. Und jetzt warte ich hier auf die 40. Eventuell kann ich mir noch so ein Dings, ein Panzerfusilier leisten. Ein östlicher Grenadier. Und hier schön im Haus und dann, ja, Brandgranate, okay, da gehe ich aber auch gleich raus. Los, raus, ja, genau. Und da hat ordentlich Schaden kassiert. Hier kann ich jetzt, ja, hier jetzt G41 ausgegeben, immer eine gute Entscheidung. Ja, hier natürlich zurückgeschlagen, ist klar. Okay, bei mir kommt soweit nichts. Auch jetzt genau ein Panzerfusilier, einfach um die Zeit zu überbrücken, bis ich die 40 Treibstoff habe. Und ja, hier sammelt sich natürlich jetzt eine riesen Infanterie. Aber wir sehen jetzt hier einen Mörser. Der ist natürlich extrem gut. Vielleicht, ja, der müsste halt ein bisschen, ja genau, müsste ein bisschen vorne aufstellen und beschützen. Also der Mörser vom Russen ist der stärkste Mörser überhaupt im Spiel. Also Heavy Mortar, der ist richtig mies, der hat auch eine krasse Reichweite. Aber muss eben aufpassen, denn ein bisschen zu offensiv, er weiß, dass ich hier ein paar Truppen habe. Und ja, das wird ein bisschen kritisch, soweit wir da vorgehen. Er muss jetzt ein paar Infanteristen, müsste eigentlich da dran ziehen und vielleicht dann Offensive starten. Ich weiß nicht, vielleicht sieht er mich nicht oder er hat es vergessen, aber das ist definitiv zu offensiv. Und ich sehe ihn hier auch. Dann hier wird noch gesichert. Ja, jetzt sehr gut. Jetzt der Fusilier auf dem Weg. Und ja, jetzt warte ich auf 53 und dann kommt der angesprochene Lux. Ja, links gibt's mehr Action. So, jetzt muss der Lux kommen. Auf geht's, komm. Naja, schlechtes Timing irgendwie. So ganz... Microwave muss ich dann vielleicht ein bisschen üben. Ja, hier muss ich jetzt natürlich raus. Da fackelt alles ab. Dann... Ich jetzt hier aus, hab mich zurückgezogen. Okay, dann schauen wir uns den Kampf weiter an. Und jetzt kommt auch endlich der Lux. Ja, hier habe ich jetzt natürlich eine sehr gute Position. Da gewinne ich auf jeden Fall. Da muss ich zurückziehen, sonst verliert er den noch. Ah, den verliert er. Nein, für mich. Ja, hier natürlich jetzt sehr schön auch wettbekommen. Und ja, hier auch nur noch ein. Der muss verlieren. Da muss ich sofort zurückziehen. Der darf nicht noch darüber laufen. Das muss den Fuck geben. Das muss den Fuck geben. Wenn das keinen Fuck gibt, dann Fuck. Dann Fuck. Ja, das gibt auf jeden Fall einen Fuck. Da noch schießen rein mal. Oder er hat einfach nur unglaublich viel Glück, denn das hätte eigentlich der Tod dieses Rekruten sein müssen. Ja, er holt sich jetzt hier rechts wieder ein bisschen Territorium. Hier in der Mitte aufgestellt, aber ich mache jetzt hier schön. Greife von hinten den Mörser an. Der Lux ist fertiggestellt. Schauen wir uns mal das Biest hier an. Das ist wirklich Teufelsteil, das Ding da. Eigentlich muss ich sagen, eines meiner Lieblingsfahrzeuge des Ostiers. Und jetzt kann ich durch Mörser auseinandernehmen. Ja, warum baut er sich auf, wenn ich gleich zurück müssen? Das Ding, der Mörser, der ist tot. Der muss tot sein. Sonst spiele ich kein COH mehr. Nein, der darf nicht hinkommen. Okay, das... Ja doch, perfekt. Und jetzt sogar auch noch hier irgendwas wettbekommen. Ja, und den Rekrut noch schön. Ja, perfekt. Ja, das war auch ein bisschen falsch geworfen. Hätte theoretisch klappen können, aber gut. Ja, auch wenn es von der Karte nicht so gut aussieht, von den Verlusten her sieht es für mich sehr gut aus, weil der Russe einfach hier enorm Manpower Drain bekommt. Ich wollte hier, und da kommt jetzt auch mein Lux. Und ja, er hat doch erstaunlich viel, okay. Aber jetzt mache ich natürlich, weil ich weiß, er hat dermaßen viel Infanterie und jetzt fahre ich einfach meinem Lux hinterher und gebe auch gleich einen zweiten Auftrag. Lass meinen Grenadier hier vorne stehen. Hol mir die Siegmarke und jetzt fahre ich einfach an die Base rein, denn ich... war mir 100% sicher, dass er nicht wirklich Anti-Tank hat. Und ja, da fahre ich jetzt auch gleich mal hin. Jetzt sehen wir auch gleich mal 4 Kills schon. Also das Teil ist wirklich absoluter Hammer. Wert 1 jetzt auch. Also Wert 1 ist hier Geschwindigkeit bei dem Fahrzeug. Und das ist natürlich, das ist das schnellste Fahrzeug des Ostiers, glaubt mal. Und hier jetzt natürlich ein paar Rekruten. Ich muss aufpassen, er wird vielleicht jetzt, er hat schon was weiß ich, wie es gerade heißt, da wo man die Upgrades ziehen kann, hat er schon. Er wird jetzt bis jetzt auch. Er hat, glaube ich, gerade hier die Anti-Tank-Granate. Muss ich aufpassen. Kein Problem, ich habe jetzt hier den Trupp noch gefinisht. Und jetzt kann ich mich in Ruhe dem widmen. Tja, und der Russe hat jetzt in dem Moment verloren, denn mein zweiter Lux ist da. Und wenn ich jetzt mit dem noch ein bisschen durchhalte, ihr seht, was der für Schaden macht. 13 Kills, Wett 2.
Das hat er auch schön Geschwindigkeit, kann rückwärts schön rausfahren. Hier stehen jetzt auch noch Truppen, das war eigentlich nicht beabsichtigt, hat mir aber in die Karten gespielt, denn er will jetzt hier natürlich meinen Lux finishen, kriegt jetzt aber ordentlich auf die Fresse für meinen Panzer füsilieren. Und der Lux kann hier schön defensiv noch arbeiten und die Karte ist mir in dem Moment scheißegal, denn ich habe jetzt in dem Moment wirklich gewonnen. Und in diesem Moment geht er auch raus, hat's kapiert, denn mit diesen Truppen kann er keine zwei Lux standhalten. Ja, ich denke mal, das Entscheidende war einfach, dass ich genug Treibstoff hatte, um das zu machen. Und dass ich auf meine Truppen aufgepasst habe, dass ich wirklich bis... Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, echt nur einen Pionier verloren. Können Sie mal gucken. Ja, ich habe nur einen Pionier verloren, sonst glaube ich gar nichts. Und der Russe hat einfach extrem viel verloren. Und ja, natürlich dieses Biest hier. Nein, wo ist es denn? Da, herzlichen Glückwunsch, kriegst du mir eisernes Kreuz in... Ne, Gold gibt nicht. Was weiß ich, eisernes Ritterlaub, Kreuz, scheißegal. Also, das sieht auch einfach cool aus, finde ich. Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses kurze Spiel gefallen hat. Diesmal endlich mal Multiplayer-Spiel. Es kommen jetzt nur noch Multiplayer-Spiele, ist ja logisch, selbstverständlich. Und ja, ich würde mich wirklich...